Ja, willkommen. Da ich zurzeit noch in der Season-Vorschau sitze, gibt's jetzt so ein kleines Video für zwischendurch. Und zwar habe ich den Abend aufgenommen, in dem Ferikusu aka Felix und ich die Seite im Internet durchforstet haben, in dem Trolle und wirklich dumme Menschen kaum zu unterscheiden sind. Nämlich Yahoo Answers. Viel Spaß! Ist es falsch, Anime vor Schwarzen zu schauen? Ja, ist es. Ja, das Kontroverse in der schwarzen Gemeinschaft, das darf man nicht. Das dürfen nur Schwarze unter sich schauen und Weiße unter sich. Was ist? Was hat das damit zu tun? Gemeinte Antworten zu tun dazu? Ja, da kommt. Ja, also ich bin ein Schwarzer ich verstehe nicht, warum. What the fuck? Dass die. Wie alle diese Antworten, die da herumfischt. Yes, because they will rob you in a flash. Ah, ja. Ist Anime gay? Ist Anime gay? ja, natürlich ist Anime gay. Guck, es gibt so wenig Anime-Fans, weil Anime gay macht. Und deswegen können die sich nicht reproduzieren. Ja, die Antwort ist, Yaoi is love, Yaoi is life. Roses are red, it's also queer bait, if you know what I'm saying, boo-boo. Ich frage mich vor allem die Leute, die dann solche Fragen beantworten, geht man dann einfach in den Channel rein und das sind noch ein paar Fragen, die ich beantworten kann mit Ja, ist love. Vor allem komplett vollkommen unabhängig, steht noch in den Antworten, Anime ist ja aus Japan und da ist das legale Alter 13. Genau. Ich vermute, dass Anime Pädophilie promotet. Ja. Das hat ja nichts mit der Frage zu tun. Ist Anime schwul? Also ich glaube, es verbreitet Pädophilie. Ja, und Schwule sind gleich pädophil. Und sie haben den Holocaust verursacht. Warte, hier kommt schon wieder. Ist Anime found to cause homosexuality? Ja, stimmt. Ja, Anime gibt es seit 1980. Ja, da sind auch Schwule aufgekommen. Da wurden Schwule erfunden. Und, vor allem, Anime steht für große Brüste und warum soll das dann schwul machen? Ja, ich weiß nicht. Ja, vor allen Dingen, entweder das, was man doch als normal Europäer oder so kennt, ist doch Naruto, One Piece und Dragon Ball. Ja, ist ja auch übelst gay. Ja. Ja, okay, Dragon Ball verstehe ich noch ein bisschen. Das ist gay as fuck. Wenn die da so schreien und ihre Muskeln zeigen. Das ist männlich. Ich habe mich dann jedes Mal auch vom Fernseher ausgezogen. So, Aber, ja, ich weiß nicht. Naja. Was für dumme. Ich bin 18 und meine Großmutter hat mich beim Hentai-Zeichnen erwischt. Was soll ich tun? Gottes Willen. Am besten noch so richtig mit Tentakeln und Lolli. Oh. Vor allem, er geht weiter. Ich bin 18 und war am Hentai-Zeichnen auf meinem Tablet. Und meine Großmutter ist plötzlich reingeplatzt. Und ich habe ihr versucht, das zu erzählen, dass ich alt genug bin. Und dann hat sie mich nach Hentai gefragt, was soll ich ihr sagen? Antwort: Es ist Kunst. Ja. Ja, so wie das eine, was du letztens auf Twitter geliked hast. Wie heißt der Schauspieler? Achso, ich weiß, wenn du meinst. Ja, wo er dann sagt, does he like anime? Yes, and hentai too. What the fuck? Das ist Samuel Jackson. Ja, genau. So. Does Samuel L. Jackson like anime? Yes, I do. Hentai too. Ist dein Lieblingsanime Boku no Pico? Aber das ist die Frage. Das ist die Frage. Ist sehr gut. Anime Boku no Pico? Ja. 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 Antwort: It's a masterpiece. Gott. Anime ist gay. Das ist noch nicht meine Frage, das ist eine Aussage. Beste Antwort: Bist du retarded? Oh Gott. Guck mal, da fragt jemand: Hat jemand schon mal dieser Anime gesehen? Und dann macht er eine ewig lange Liste. Und dann Update: Ein kleines Update. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch an, die sind gut. Hä? Das sind einfach nur so. Die 90% haben irgendwie gerade nichts bei mir mit Comics zu tun. Ich glaube sowieso, das besteht. Ach, das ist doch alles. Aus 95% voll, Trolls. Ja, shut up, stupid nigger. Lol. What the fuck?
Wir können doch nichts hier ernst nehmen. Aliens? Fragezeichen. Da war ich auch. Gibt es eine Webseite, wo man kostenlos Anime schauen kann? Nee. Muss alle kaufen. Wir kaufen alle Anime. Schau's im Fernsehen in Japan. Ja, stimmt. Was? Ist Donatello zur Schule gegangen? Wo? Was? Der meint doch damit die Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, genau. Ja, wo ist er zur Schule gegangen? Cambridge. Ja. Und dann ist er auf Harvard gewechselt, als es zu einfach war. Hat in Philosophie und Management sein Studium abgeschlossen. Warum supportet Roger the Dodger muslimische Pädophile? Wer ist Roger the Dodger? Das klingt auch nach so einem Comic. Sie will ich nachschauen. Ist das nicht so Looney Tunes? Roger the Dodger. Wer ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. Hä? What the fuck? Nee, habe ich nie gesehen. Das ist Roger the Dodger. Das sieht aus den Comic-Panels aus, wie aus den 70ern oder 80ern. Ja, The Beano oder The... So heißt der Comic. Ja, also der unterstützt muslimische Pädophile. Warum sind Anime-Nerds so komisch und ekelhaft? Gute Frage. Warum sind die so komisch und ekelhaft? Ich treffe mich normalerweise mit Weirdos. Die sind aber so unsozial und ekelhaft. Ich habe neben diesem Typen im Kaffeeshop gesessen und der war übergewichtig mit farbigen Haaren. Und er sagte einfach zufällig zu mir, wusstest du dies und das von japanischen Filmen und das? Hä, warte. Sie hat nichts getan und er hat einfach gesagt, oh Gott. Dann startete er schwer zu atmen. Und ich kann mir so richtig vorstellen. Naruto. Und roch nach Sauercreme und Zwiebeln. Ja, das ist nicht. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Das und er redete so immer das Gleiche. Ja. Holy fuck, die Antwort. Die Antwort ist einfach länger als die Bibel. Mein Bruder ist ein Weeb. Wie stoppe ich ihn? Bei dir war schon Hopfen und Malz nicht verloren. Genau. So, ah, wir haben es viel zu spät gemerkt. Deine Mutter stand da nur, oh, nicht noch einer. Oh mein Gott. Und als deine Schwester geboren wurde, ja, endlich jemand Normales in dieser Familie. Vor allem, hast du es weitergelesen? Nein, war. Er schreibt, er mag jetzt Anime und deswegen versucht er so zu so tun wie die Leute in den Anime und wiederholt so cringige Wörter wie Kawaii und nennt mich sogar manchmal Oni-chan. Oh Gott. Ja, aber das mit diesen... habe ich dir das schon erzählt? Mein Cousin, der ist jetzt auch voll auf den Trip. Und der hat letztens sein Profilbild in WhatsApp auf Dings geändert. Blank. Also einfach Klammer auf, Klammer zu. Ja. Ja, da dieses Profilbild. Also einfach... Halt einfach nur dieses Blank und dann unten drunter geschrieben. Das ist einfach so... Oh Gott. Und dann hat er noch irgendwie, in WhatsApp gibt es ja jetzt auch noch so Updates über sich selbst und das ist einfach nur alles so, oh, ich habe den Anime geschaut, der ist so gut. Guck mal, ich schaue Anime. Oh Gott, das ist so wie. Da macht er sein Profilbild bald zu. This is my waifu. Ja, ey, also dann schreibe ich ihn an. Jetzt kann ich es noch so einfach ignorieren, aber sonst wird es ja schon, sonst wird er selbst noch zum Meme. Den nennt dich dann irgendwann Nichan. Ja, oder Senpai, weil ich alles über Anime weiß. Bestimmt Senpai. Meine Schwester steht auf schwulen Anime. Wie kann ich sie davon abhalten? Sie ist nur 11 Jahre alt. Sie ist nur 11 Jahre alt. Wie ist sie überhaupt da dran gekommen? Hat wahrscheinlich der Bruder offen gehabt und sie guckt so rein so, oh ja, das ist eigentlich ganz schön. Update 2, ich bin übrigens 18. Wow. Ah, okay. Ich bin ein Mädchen und was sind TMNT? Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nein, ich bin nicht gay. Ist es komisch? Was hat Teenage Mutant Ninja Turtles mit Gays? Ich glaube, die in Amerika haben alle so ein Gay-Angst. Bin ich jetzt gay? Ja, ich glaube wirklich. Die haben so Angst davor, plötzlich schwul zu sein. Also ich wäre froh, wenn ich schwul wäre.
Mein Gott, ich mag die Farbe blau. Alter. Bin ich schwul? Ja, so oh was. Mein Gott. Ich habe rosa mal angezogen. Oh ich glaube, ich bin jetzt schwul für immer und ewig. Animes, die zwischen 1865 und 1900... Wie spezifisch ist denn das? 1865 und 1900. Nicht 1870. Vor allem, er sagt dann noch, nichts davor und nichts danach, bitte. Jetzt ein Zeitfetisch, so, oh ja, 1870, oh, ja. Oh, schöne Zahl. War da irgendwie Rassentrennung oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was? Also, ich weiß nicht mal wirklich, was in der Zeit passiert ist. Also, da war noch nicht der Erste Weltkrieg? Ja, ich glaube, da ist auf den, ist ja nicht Rechte für irgendwas in Amerika. Keine Ahnung. Ist es komisch, dass ich manchmal nach Hentais weine? Ja, ja, ja. Ja, er schaut so auf seine Hände runter, so, was ja, hab ich getan? Was? Ja, ja. Schon wieder. Antwort ist, es bedeutet, dass du kein soziales Leben oder Freunde hast. Wein mehr. die Aufnahme, der Klatscher. damit du weißt, wo du synchronisieren musst. Loneliness, finding back again, seems to be like it never ends. Give us hope through the love of peaceful shine.